Yo, liebe Leute von NHL 14, die gerade zuschauen, hier auf dem Kanal Mr. Sivus. Ich bin FC Freak und ich begrüße euch zu Let's Play NHL Folge 9. Oh yeah. Und ich nehme diese Folge gleich nach der letzten auf. Also, wenn ihr das schaut und mitverfolgt habt, im letzten Teil habe ich gesagt, wie viel das steht zwischen Zürich und Bern. 2:0 stand es dort. Sie haben wieder begonnen mit dem zweiten Drittel und es steht jetzt genau 4:0 für ZSC. Ist das nicht geil? Aber das muss euch nicht interessieren. Was euch eher interessieren muss, ist, wie ich heute abschneide jetzt hier bei diesem Spiel. Es heißt nämlich, gegen den Tabellenersten jetzt zu spielen. Oh nein. Nein. Ich habe einen verletzten Spieler. Nein. Nein. Oh. Welche Sturmreihe fehlt mir denn jetzt? Ach nee. Wer spielt denn jetzt für ihn? Warte. Willst du mich verarschen? Gehring kommt jetzt. Was? Willst du mich verarschen? Warte. Shannon, Mone, Sheppy, Vic, Drassler, Lechtonen. Ich muss ja Gehring austauschen jetzt gegen einen Stürmer. Scheiße, aber gegen wen? Das ist jetzt die Frage. Ach Mensch, Mensch, Mensch. Die spielen doch alle, oder? Hechler, Baltisberger. Ach nee. Das sind ja alles. Oh. Was ist denn. Was heißt denn TVW überhaupt? Ach man, muss ich jetzt. Ich muss jemand aus der Sturmreihe doppelt nehmen, wenn das geht. Aber wen? Ich glaube, ich kotze hier Shannon aus. Tut mir leid, Shannon, aber ich glaube, ich muss dich hier auskotzen. Aber braucht den besten bewerteten Spieler und das bist halt du, Shannon. Du spielst schon Reihe 1 und 2. Tut mir leid, aber es geht nicht anders. Ach man, das kotzt mich jetzt ein bisschen an. Und die nächsten Spiele, liebe Leute. Das nächste Spiel ist ja Part 10. Da wird ein kleines Special kommen dann, aber ich rate euch noch nichts. Aber jetzt heißt es erst so gegen den Tabellenersten. Scheiß die Wandern. Ambri hat alle 8 Spiele gewonnen bis jetzt. 7 so und 1 in Overtime. Ich 5 gewonnen und 1 in Overtime und 3 verloren. Aber diese Bilanz muss sich ändern, liebe Leute. Denn wir spielen zwar auswärts in Ambri selber, aber dieses Spiel heute muss ich doch gewinnen, oder? Lukas Fleller mit 89% Saves gegen Schäfer mit 92% Saves. Oh, das wird ein scheiße spannendes Spiel. Oi. Okay. Komm schon. Ah, ich verliere dieses Bulli, Mann. Scheiße. Ich muss jetzt hier gewinnen. Ich habe den Krampf nicht mehr. Und Flüeler natürlich hier im Tor. Heute Flüeler wieder. Der hier diesen ersten Schuss gleich wieder hält. Was ich gut finde. Jetzt muss ich mein Handy auf die Seite legen, denn das lenkt mich nur ab. Oi, tut mir leid für alle, die mir jetzt schreiben oder anrufen, aber es geht nicht. Komm schon. Scheiße, Mann, warum gewinne ich diese Bullies hier nicht? Nein. Gut. Ich will diese Bullies hier gewinnen, Mann. Weg. Du Drassler, Drassler schießt.
auch mal die erste offensive Szene von mir. Okay. Ich darf nicht zu offensiv werden, weil ich glaube, Ampere ist wirklich eine konterstarke Mannschaft. Das weiß ich genug gut. Man sieht es ja auch schon wieder. Nein. Scheiße. In den Schuss. Komm schon. In den Schuss werfen. In den Schuss werfen. Nein. Oh. Ich darf nicht verlieren, Mann. Ich will nicht. Gegen der Tabellenersten ist zwar nicht so peinlich wie gegen Tabellenletzten. Aber trotzdem. Ein Sieg wäre voll geil jetzt gegen den Tabellenersten und das noch auswärts. Ich muss genug defensiv spielen. Nice. Schöner Check. Ja, schön geholt hier noch. Von, wer ist eigentlich die Topscorer? Immer noch Shannon. Der nun in zwei offensiv reinspielt. Mal schauen, ob er das durchhält. Ich hoffe es sehr. Sonst bin ich ein bisschen am Arsch. Jetzt muss ich ein bisschen umstrukturieren in der Pause. Und dann jemand anders nehmen. Ich verliere dieses Bulli schon wieder, Mann. Sie sind saubulli stark, Mann. Ich bin einfach schlecht im Bulli. LOL, da hatte ich den Pack schon. Da hätte ich schon den Pack gehabt. Ja, nein. Komm schon, den holst du dir, Bastel. Scheiße, zurück. Nein, nein, nein. Kein Tor, kein Tor. Schnieder, Schnieder. Wollt ihr diesen Pack? Nein. Nein, 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 nein. Schön. Nein, 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 nein. Oh, oh. Zum Glück hat Bertschi jetzt den Pack gehabt. Bastel, zu Shannon. Shannon, nein, der Pass wurde abgefangen. Ich spüre es schon wieder, Mann. Ich habe schon wieder doch einen Krampf im Finger, ey. Bei meinem linken immer. Nein. Schön, Flüeler. Du bist der Beste, Mann. Danke für diese tolle Parade hier. Nein, was fährst du mir rein, Gunti? Strafe, Mann, Strafe. Fick dich. Er verliert dieses Bulli. Scheiße, sie sind wirklich sau Bulli stark. Muss man ihn lassen. Schön, McCarthy, schön, der Pass abgefangen. Knapp, Bulli. Warum geht es jetzt? Ah, Tor verschoben. Okay. Warum gibt es jetzt einen Bulli? Komm schon. Ich will das Bulli gewinnen. Ich will das gewinnen. Nein! Boah, sau stark, Flöler hier. Flöler spielt heute wirklich ein super Spiel. Ich muss ihn unterstützen, wenn es geht. Durch ein Tor, dass ich nicht im Rückstand bin. Und, ja, wo ist der Pack? Nein, Schäfer hält diesen Pack. Sau stark, auch hier von Schäfer wieder. Was willst du eigentlich, Mann? Bist du Probleme mit mir, Hurensohn? Boah, ich freue mich schon aufs nächste Spiel, ey. Obwohl das Spiel hier... Ich habe einen Bulli gewonnen. Blindbach, fast ein Tor. Scheiß, die wandern. Okay, Stoffel, Icing. Nice, nice. Von Kutlak. Keine Ahnung, wer das ist. Gunti, hier im Bild. Basteln hier am Bulli. Komm schon, ich will das Bulli gewinnen. Ich gewinn's, McCarthy mit dem Schuss direkt auf das Tor, aber mit dem Stockhandschuh abgewehrt. Und nein, Bastel konnte keinen Nachschuss erzwingen. Bertschi will den Pack. Bastel, hinter dem Tor, Bastel. Bastel holt sich die Scheibe, aber... Schon wieder der Pack bei Ampri. Und nun eine Konterchance von Ampri, aber Seger hat ihn auf die Seite gecheckt. So, Bertschi. Nun ich wieder im Angriff hier. Bastel. Bastel, Bastel, Bastel. Bertschi holt sich die Scheibe. Bertschi mit dem Schuss. Wo ist der Nachschuss? Von Bastel. Von Shannon. Scheiße. Konnte nicht an die Scheibe kommen, ey. McCarthy. Nice, nice, nice. Mit dem Schuss. Aber Schäfer hält diesen Pack gleich weiter. Und jetzt muss McCarthy zurück, denn er ist ein Verteidiger und kein Stürmer. Nein, McCarthy, komm schon. Mit dem Check, nice. McCarthy hat die Scheibe aber nicht unter Kontrolle. Aber Draxler, ein sauspannendes Spiel hier. Oh, ich hab den Pack gehabt. So, Lechton. Mit dem Schuss direkt aufs Tor. Der Nachschuss nicht verwertet. Mit dem Backhand. Wo ist der Pack? Bei Schäfer. Und das gibt nochmal einen Bulli. 10 Sekunden vor Schluss des ersten Drittels. Nochmal einen Bulli vor Schäfer. Ich habe das Bulli gewonnen. Blindbacher mit dem Schuss direkt. Aber konnte nicht verwertet werden. Gunti hier. Gunti mit dem Schuss. Und ein Tor. Nein. Nachschuss.
Nein, nichts. Okay, das war das erste Drittel, liebe Leute. Es steht 1 zu 1, ja, genau. Es steht 0 zu 0. Ui, 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 ui. Es bleibt spannend. Glanzparaden von beiden Torwarten, vor allem vor Flühler. Boah, ja, stimmt schon, die besseren Torschancen bekommen hat wirklich Ambri, muss ich leider sagen. Was ich ein bisschen schade finde. Schäfer spielt auch ein saustarkes Spiel. Aber Flühler, der spielt auch sehr gut. Komm schon. Ich habe das Bulli gewonnen. Nice. Direkt in den Angriff. Nein, wo geht denn dieser? Nice. Der Nachschuss. Nein, da steht niemand im Slot. Nein. Das wäre ein schönes Tor gewesen. Shannon, hol dir diesen Pac-Man. Hol ihn. Okay, warte. McCarthy holt sich diesen Pack. Zu Berchi. Berchi, Berchi, Berchi. Berchi. Zu Bastel, 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 Bastel. Mit dem Schuss, aber Schäfer hat den Pack. Willst du Probleme, Mann? Willst du? Oh nein, nein, nein. Will ich nicht. Ah. Draxler, Bulli. Draxler, bist du stark im Bulli? Nee, leider nicht so. Ein Gewühle hier vor dem Tor von Amri. Also am Bulli-Punkt. Blindbacher. Ja, da war eine Abseitswarnung. Zu Lechton. Lechton. Boah, spielt den Pass, aber kam nicht an, leider bei Draxler. Also, aber kenne ich das Spiel auch besser an den Nummern. Vielleicht wird das auch so, kommen dann in Zukunft bei den Aus. Bei den gegnerischen Spielern. Aber ich weiß es nicht. Ich bezweifle es auch eher. Weil ich weiß nur gut die Spieler von ZSC. Ah. Nein, nein. Oh, nice. Mit dem Arsch abgewehrt. Arschparade von Blindbacher war das. Die Nummer 5 der ZSC Lions. Draxler mit dem Schuss aus Distanz. Aber wurde abgeblockt. Aber Draxler hat immer noch den Pack. Shannon kommt zu Hilfe. Shannon, der hier trippelt. Trippelt und der Schuss aus der Distanz. Kommt der Nachschuss? Nein! Berchi verpasst den Nachschuss, aber nur knapp. Oi, oi, dieses Wochenende ist die Skisaison wieder losgegangen. Ja, ja. Jetzt wisst ihr etwa, wenn ihr Skirennen schaut, was für ein Wochenende das ist. Ach, Menno, 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 Menno. Hast du? Nein, doch nicht. Nein! Topscore von Ambri ist das 1 zu 0 für Ambri Piotta. Genau 10 Minuten gespielt im zweiten Drittel. Und Ambri geht in Führung mit 1 zu 0. Sie spielen eine starke Saison, ja, muss man ihn lassen. Scheiße, aber jetzt, komm schon. Ich will das 1 zu 1 hier, Mann, liebe Leute. Liebe Leute von heute, das 1 zu 1 ist nicht mehr weit entfernt. Denn ich habe auch gute offensive Aktionen. Wo ist der Pack? Beim Davos-Spieler, was labere ich? Beim Ampri-Spieler. Was machen die hinterm Tor von mir? Nein, kein Tor. Nice, geblockt vom Lindbacher. Nun Stoffel im Angriff. Stoffel, 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 Stoffel. Zu Cannons, nice, nein. Ein schöner Slapshot. Oh, 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 oh. Nein, kein Tor, kein Tor. Das ist eine Strafe gegen mich angezeigt. Aber ist mir egal. Hauptsache, es war kein Tor. Bitte keine 4-Minuten-Strafe einfach. Ein Penalty. Nein, Flöller. Ja, schön gemacht, Flöller. Oh, danke. Es war ein Penalty, Mann. Scheiße. Oh, oh. Ich hatte das gar nicht richtig mitbekommen. Sag stark, Mann, Flüeler. Bleibt ruhig bei diesem Penalty und auch hier bei diesem Schuss. So, Bastel nun im Angriff. Shannon lauert doch in der Mitte schon. Ich sehe es doch schon. Nein, was sollte das? Ich will keinen Pass zum Torwart spielen von Ambri. Ich wollte einen Pass rüberspielen, aber nein. Sieger, den hast du. Ja, schön abgelenkt zumindest. Alle stehen sich in den Weg, aber er spielt ihn schön. Boah, nein, riskanter Pass. Nein, kein Tor, bitte. Nochmals von Ambri. Shannon, hol dir diesen Pack, ey. Hol dir ihn. Bleib dran. Bleib dran, sagte ich. McCarthy, Mann, hol dir ihn. Hol dir ihn, hol dir ihn. Bastel holt sich diesen Pack.
und spielt den Pass zu Berchi. Berchi mit dem Schuss. Aber Lechtonnen hat den Pack nun. Berchi nochmal. Nochmal mit dem Schuss, aber kein Tor. Nun hat Stoffel den Pack. Mit der Distanz. Mit dem Schuss außer Distanz. Nun hat aber Amri den Pack. Die letzte Minute vom zweiten Drittel ist angebrochen und Flüel erhält diesen Pack. Scheiße, wo spielt er ihn hin? Ich singe mein Leben, für mein Leben nicht gern. Ich sing nicht schön, ich sing nicht gut, aber ich bin nervös. Ja. Boah, das zweite Drittel ging hier zu Ende. Hier in Ambri. Auf der Bist, keine Ahnung. Und Ambri hat immer noch mehr Torschancen, leider. Und Amri ist leider auch in Führung mit 1-0. Oh, meine linke Hand schmerzt. Zum Glück höre ich nachher auf mit der Netsche. Nein, zum Glück nicht. Ja, nice Bastel, nice. Mal etwas anderes. Nein, das war abseits. Ich wollte mal was anderes versuchen, aber da rennt Berchi schon in die Zone rein, leider. Ja, Bastel. Zu Shannon. Shannon. Zu Bastel in der Mitte. Bastel. Shannon. Schuss. Abpraller. Keine Verwertung. Shannon. Nice. 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 Nein. Schau, mein eigener Spieler im Weg. Komm schon. Nein, nicht nach hinten. Sondern nach links hättest du ihn passen müssen. Nach links. Verdammte Scheiße. Nach links. McCarthy, Mann, den hol. Was? Kein Offside, Mann. Was? Shannon, holst ihn. Hol ihn dir. Leg dich in den Schuss, Mann. Leg dich in den Schuss. Leg dich in den Schuss. Das ist das 2-0 für Ambri in der dritten Minute des dritten Drittels. Scheiße, Mann. Jetzt muss ich aber aufholen. Jetzt muss ich einfach aufholen. Ich versuch's hier durch. Mit Lechton. Mit Draxler. Mit dem Nachschuss. Nachstochern. Aber klappt nicht. Jetzt wird Vicky angefickt, ey. Vom Ambri-Spieler. Gibt's jetzt eine Strafe oder was ist los? Ah, nee. Ein Bulli, ne? Ich habe das Bulli leider nicht gewonnen. Nein, 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 nein. Nein! Leg dich hin, leg dich hin, leg dich hin. Leg dich hin, nein. Ah, schön, Flirler. Nach, okay. Besser auf Nummer sicher gehen. Steiner hier ins Gefühl mit Chappy, glaube ich. Die Spiele sehen auch jeden Match anders aus. Ist auch so logisch. Nein, da war ich wieder mal zu dumm. Ernsthaft. Wirklich, da war ich wirklich zu dumm. Schön, Shannon. Na, mit der Distanz. Außer Distanz habe ich es versucht, aber es klappte nicht. Nein. 1-1. Dampke-Spieler ist sicher. Nein, nicht dorthin. Nein! Kein Tor mehr, bitte. Gedoppelt. Nein! 3-0, Mann. Scheiße! Was spielt Amri hier zusammen, Mann? Ich fasse es nicht, wie gut Amri einfach ist, ey. Scheiße, dieses Bulli werde ich verlieren. Weiß es jetzt schon. Scheiße, Mann. Ey, wie gut spielt Amri einfach im Moment, ey. Das kann nicht wahr sein. Amri spielt sackstark. Da kann ich nichts sagen. Wickmann, komm schon. Nicht mal dieses Tor erlassen sie mir, ey. Was soll der Scheiß? Komm schon. Immerhin ein Tor will ich. Mehr nicht mal. Ich will zumindest ein Ehrentor, wenn es geht. Kriege ich das immerhin noch? Komm schon, ein Ehrentor. Wäre noch geil. Ja, ich habe das letzte Spiel mit 4-1 gewonnen. Und jetzt verliere ich hier 3-0 oder was? Das kann es doch auch nicht sein, oder? Ei, ei. Nein. Sie spielen einfach recht scheiße gut. Kann man nichts sagen. Man kann sich beschweren, so viel man will, aber sie spielen sackstark. Ich meine. Ja, hier. Ja, genau. Nein, nein. Ich glaub's nicht, Mann.
Scheiße, ich verliere gegen den Tabellenersten. Ich weiß es jetzt schon. Außer ich mache jetzt 4 Tore in Folge. Aber das bezweifle. Nein, eben. Seht ihr, so fängt es ja schon gut an. Meine Motivation ist jetzt ein bisschen unten. Ich weiß, ich sollte die auffrischen, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Komm schon, bitte lass mir zumindest ein Ehrentor da. Ich will zumindest ein Ehrentor schießen, ey. Bitte, zumindest das. Ist das zu viel verlangt? Ich habe das letzte Spiel mit 4:1 gewonnen. Ich will das jetzt 4:1 von mir aus verlieren, aber zumindest ein Tor. Och nein. Ich hasse zu null. Ich will nicht, dass der Torwart von ihnen Shutout hat. Nein, nicht Shutout. Doch, Shutout. Ah, da haben wir Shutout runter. Ah, ich verstehe langsam. Nein, doch nicht. Ah, oh, super. Hast den Schläger zerbrochen, Vic. Geh dir einen neuen holen. Flüher lag getan, was er konnte. Kann man nicht sagen. Aber leider ging es nicht anders. Nein. Ein Ehrentor, ein Ehrentor, ein Ehrentor. Nein, nein, nein. Es will nicht, wie es sein soll. Schieß den noch und verteidige das Ehrentor. Das wär's noch, ne? Ja, komm schon, Bastel. Hey, nein, du verziehst einfach nur vor dem Tor, Bastel. Was läuft diese Saison hier mit dir ab? Hast zwar auch schon Tore geschossen. Nein, ich will kein 5:0 mehr. Nein! Danke, Flüerler. Ich will doch nur noch ein Ehrentor, aber ich glaube, das bekomme ich nicht mehr. Nein, das wurde nichts. Nein, das wird auch nichts. Ich glaube, ich verliere mit 4:0. Wie es aussieht. Außer ich schieße jetzt noch ein Tor. Ja, so schon mal nicht. Ich hoffe nur, dass Genf das nächste Spiel auch verliert. Ja, die letzten 10 Sekunden sind angebrochen, des letzten Drittels. Und ich muss sagen, Ambrich spielt einen sackstarken Saisonschuss. Gelingt hier nicht mehr mal. Und ich verliere hier in Ambrich mit 4:0. Ja, komm, ich kann nichts sagen. Ich kann wirklich nichts sagen. Ja. Flüeler, hast gute Paraden gehabt. Leider nicht mein Spiel. Leider das Spiel von Ambrì Piotta. Ja, komm, gegen den Tabellenersten, Mann. Was willst du noch mehr? Also, was willst du noch mehr? Natürlich, du willst gewinnen. Aber wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Ich rage jetzt immerhin nicht rum, dass ich muss mich jetzt mal selber loben. Nein, Spaß beiseite. Komm, man kann nichts machen. Boah, scheiße, Mann. Amri bleibt auch nach 8 Spielen ungeschlagen, Mann. Scheiße, die wandern. Und eigentlich in der richtigen Saison sind wir. Boah, meine Fresse, in der richtigen Saison sind wir hier. Oktober, beim 27. Oktober. Ist eine Woche. Jetzt bin ich zwei. Das wäre 2 Wochen. Bin jetzt 2 Wochen hinten drin. Hinten drin, ja. Hinten rein. Und jetzt noch einen kurzen Blick auf die Tabelle. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns auch dann in Folge 10 schon wieder. Lol. Oh nee. Leute, wenn jetzt der Ton falsch ist, es tut mir leid, denn mein scheiß Aufnahmegerät hat jetzt nicht auf live geschalten. Scheiße, nein. Ich hoffe, es ist nicht alles für den Arsch. Okay, es ging doch alles in Ordnung hier. Das finde ich gut. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts gemacht. Nein, ich wollte noch kurz auf die Statistik schauen gehen. Nein, aber es geht alles in Ordnung. Ja. Alter. Es steht 6:0 für den ZSC inzwischen. 6:0. Nein, 5:0. Hä? 6:0? Ja, vielleicht hat meine App noch nicht aktualisiert. Der Kollege schreibt gerade 6:0. Nein, für mich zeigt es noch 5:0 an. Wie lange geht eigentlich das Spiel noch? Sie sind schon im letzten Drittel, ja. Mal schauen dann. Nochmal aktualisieren. Nein, bei mir steht noch 5:0. So, Tabelle noch kurz anschauen.
Lausanne ist immer noch 2 zu 1 in Führung. Also ist 2 zu 1 in Führung. Oh. Gut. Genf hat das letzte Spiel auch nicht gewonnen. Finde ich gut. Finde ich gut. Uiuiuiui. Und irgendwie hat es schon wieder nicht live geschalten. Na egal. Ich würde sagen, liebe Leute, das wäre es gewesen wieder für heute. Für Let's Play NHL 14. Auch von unserem Kanal Mr. Eiswurst. Nächstes Mal kommt Part 10, ein kleines Special. Aber ich verrate euch noch nichts. Ich hoffe, ihr freut euch auf diesen Teil. Wird sicher lustig. Also, ich hoffe es zumindest. Ja, bis dahin, Leute. Euer FZZ Freak. Haut rein. Tschüss.